Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Ich habe hier die Tasken Theo mit dem erhöht die Angriffsgeschwindigkeit eurer Gefährten oder Diener um 49% gefunden. Und dann habe ich mir hier von der Zauberin noch das geholt. Dieses Amulett habe ich schon länger. Das Amulett ist gut für den Hexendoktor. Und ich habe hier Blauzorn gefunden. Und ja, für eine Frostsphäre Zauberin ist sie gut, aber sie ist noch zu wenig widerstandsfähig, dann werde ich die noch nicht ihr geben. Hier habe ich zum Beispiel Magierfaust, eine neue, mit Geschicklichkeit gefunden. Und sonst, ja, hier ein Verhängnisbringer, ah, das ist der alte, der neue Verhängnisbringer habe ich nicht hier. Okay. Ja, und wir spielen jetzt momentan auf Profi. Meister geht ein bisschen zu lange. Und werden hier kurz mal ein Nephalem Rift machen. Wir brauchen noch ein paar Items. Wäre schön, wenn ich so ein paar Items bekommen könnte, die Pets ein bisschen verstärken. Also, und ja, ein bisschen MF von den Levels her möchte ich auch erreichen. Ich bin leider erst Paragon Level 39, aber es geht relativ schnell. Es geht schneller als einen neuen Charakter zu machen. Und momentan laggt es ein bisschen, tut mir leid. Muss ich schon fast noch etwas von den Hintergrundprogrammen beenden oder so. Okay, es ist besser geworden. Also die FPS steigen wieder. Keine Ahnung, wieso Diablo 3 wieder so wenig FPS hat. Andere Games gehen schnell. Zum Beispiel eben Skyrim läuft schnell. Also es liegt es nicht an meinem PC. Weil Skyrim viel mehr Grafikanforderungen braucht als hier Diablo 3, aber das kann auch am Server liegen. Je nachdem. Du gehst weg da. Ich hab dich nicht bestellt. So. Wir sollten alles erkunden. So ein Nephal im Rift ist sehr ertragsreich. Dann suchen wir die Champions und die Elite-Gegner. Ist noch relativ schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so schnell sind. Ja, die linke. Aha, wir haben ja den Schrein. Ah, jetzt ist klar, dass wir so schnell sind. Wir haben hier den Leichtfüßigkeitsschrein. Okay. Ja, ich habe die linke Maustaste wieder in Splitter umgeändert. Weil es natürlich dreimal mehr Mana generiert als der normale und der blaue tut dann auch nicht mehr so viel geben. Nein, keine Splitter. Oh, jetzt bin ich eingefroren. Ja, und Eis ist am schlimmsten, finde ich. Die Eisverzauberungen der Gegner. So, hier ist nichts. Gehen wir noch kurz hier runter. Schauen hier das. Nö. Ich weiß nicht, ob wir Wirbelwind unbedingt brauchen, weil ich könnte die umändern auf Phasenlauf oder wie das heißt.
Schauen wir mal. Ah, Geistwandler. Ich möchte länger. 3 Sekunden. Sehr schön. Dann sind wir ein bisschen schneller zwischendurch. Und haben auch eine Defensive, weil wir dann unsichtbar sind, können wir nicht angegriffen werden. Das ist auch gut, weil Angriff brauchen wir wirklich nicht noch mehr. Die Pets sind schon extrem stark. Schon fertig? Okay, dann gehen wir ins zweite Gebiet. Okay, wir haben noch nicht gescheite Items gefunden. Aber sollte jetzt eigentlich relativ schnell auch ein Unique finden. Also ich habe viel MF. So. Ein bisschen leiser. So. Da sind noch die Kultisten. Ich möchte aber gerne hier zuerst noch die Ebene da oben auskundschaften. Okay, hier hat es ein paar Gegner. Und hier hat es auch Champions, gut. Dann töten wir mit den Champions mal ein bisschen. Wenn sie zerstückeln. Ja, ein Schwert. Ich brauche kein Schwert. Ich brauche ein Dolch. Ein Dolch. Ein wunderbarer Dolch. Gehen wir hier nach oben. Oh, das sind ganz viele. Oh, ganz, ganz viele. So, sehr schön. Hier haben wir wieder einen. Da können wir einfach durchlaufen, gut. Nicht mich angreifen. Oh, da kommen noch welche. Töten, töten, töten. Nicht mehr Leben haben. Wir sind gleich wieder zurückgeschleudert worden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg damit. Die nerven schon ein wenig mit ihrem. Gut, haben wir beide getötet. Mit ihrem Anzieh-Spell da. Hier haben wir den Schaman, der abgehauen ist. Und nur noch die Hälfte. Fast die Hälfte. Das ist jetzt gar nicht so schwer. Das Problem ist, sind eigentlich nur die Elite-Gegner, die viel Leben haben. Das nervt halt ein bisschen. Ich könnte eigentlich jetzt auf Qual stellen, aber will es nicht machen, weil die dann viel zu viel Leben haben. So, hier unten sind noch welche. Also leicht ist das Spiel eigentlich durchgehend, weil das größte Problem an Diablo ist einfach die Lebens... wie viel Gegner, die Gegner Leben haben, nicht wie viel Schaden sie machen.
Schatten machen sie eigentlich nie viel. Also eben bei der Zauberin, weil sie so sehr schlecht in der Defensive ist. Weil ich nicht gerne die Defensiv-Spells habe von der Zauberin. Und dadurch immer halt getroffen wird. Vor allem von den Fernkampfwaffen. Aber zum Beispiel hier der Ding ist ganz zäh. Durch die Passiven. 20% weniger Schaden. Schon mal sehr schön. Da wird Stottok. Doktor. So. Also vorwärts kommen wir. Jetzt brauchen wir nur noch ein Ding. Also das letzte Mal habe ich eigentlich sofort ein Unique gefunden. Jetzt geht es halt ein bisschen länger. Aber wir finden sicher bald eins. Oder sogar ein Set. Sogar ein Set Plans. Pläne habe ich wieder relativ viel gefunden. Irgendwie habe ich immer wieder pro Woche einen Tag, wo ich sehr viele Pläne finde. Dann wieder 6 Tage keine Pläne. Dann kommen wieder, wo ich viele Pläne finde. Irgendwie ist das wie gewollt so von den Entwicklern, dass man nicht jeden Tag Pläne findet. Also Zufall hat da wenig zu tun. Das hat mit Zufall gar nichts zu tun. So. Gut, nächste Elite ist tot. Ich bin natürlich auch zäh momentan wegen dem guten Low, also Life Hour Hit und Life Hour Dead, das gegnerische Tod. Und deshalb ja, sieht man es nicht, dass ich Schaden verliere, wenn ich mal angegriffen werde. Oder werde. Ja, was ist denn hier los? Habt ihr nie anklopfen gehört? Einfach nur kommen? Das geht mal gar nicht. Huh, der ist gerade auf, der hat sich gerade aufgelöst in meiner Säure. Und noch ein Rare Item. So, was haben wir hier unten? Nix. Diese Gänge sind wirklich, früher waren die voller Gegenstände. Heutzutage ist nichts mehr in diesen Gängen. Ach Blizzard, wieso entwickelt ihr eigentlich Diablo irgendwie schlechter? Wieso macht die Diablo nicht besser? Wie vielleicht kennt, ich habe ein Video gemacht, wo ich erklärt habe, wieso ich Diablo 3 nicht gut finde. Und natürlich kam das Video nicht so gut an. Das ist ganz klar, weil natürlich nur Diablo-Fans dieses Video schauen. Aber solche Videos haben einen guten Zweck. Und wenn man Fan ist, wieso flamt man dann Leute, die etwas Schlechtes über das Game sagen, wenn es nur stimmt. Und ja, aber das ist natürlich das Fan-Getue. Und ja, muss ich damit leben, aber eben, ich mache weiterhin solche Videos, wo ich erkläre, was jetzt halt, wieso irgendwas overhated wurde, hyped wurde oder sonst irgendwas. Damit, ja, damit man versteht, was daran liegt. Und wenn ich Diablo 3, also wenn Diablo 3 besser wäre, wäre es auch in meinem Sinn besser natürlich. Oh, hier ist der Kreuzritterkönig. Der hat einfach König Lorix gekriegt und heißt König Kreuzritterkönig. Okay. Greift ihn weiterhin an. Jetzt greift er mich an. Aus dem Weg gehen. Er kann sogar mich festhalten. Okay.
Wir haben ihn besiegt. Aber er hat nichts Gescheites gedroppt. Aber wir machen hier weiter. Wir gehen jetzt nicht zurück und holen die Belohnung. Wir machen diese Rifts fertig. Und hier kommen wir auch wieder an das vorherige Gebiet heran. So, erkunden wir das kurz. Und gehen dann auf die andere Seite. Was haben wir hier so? Nichts Gescheites. Also dieser Dolch ist schon eigentlich High-End. Mit so viel Schaden plus. Ich habe schon lange nicht mehr einen besseren Dolch gefunden. Ich glaube aber, die Armbrust ist besser, die ich erst kürzlich gefunden habe. Was ist das für eine Armbrust? Ich glaube mit Feuerschaden. Eine Unique Armbrust, ich kenne den Namen nicht. So, und hier haben wir Freeze. Oh, wir sind noch drin gewesen. Wurden eingefroren. So, Marquis. Imperiale würde auch droppen, aber erst ab Ding, Meister. Ich könnte eigentlich jetzt noch eins nach oben tun. Wäre eine gute Idee, oder? Und Stufe 40. Yeah. Können wir hier eins nur reduzieren, schade. Neues Paragon-Porträt. Oh, das ist schöner geworden. Gut. So. Hier Ressourcen, Kosten, Reduktion, weiter ausbauen. Und der Wesir-Zugang 3. Was hat es hier für Gegner? Hä, was sind das für Gegner? Fußsoldaten. Die vom Akt 5. Muss ich erraten, welches Gebiet? Wahrscheinlich das Gebiet mit der Ramme. Und was ist jetzt? Oh Gott, oh Gott. Wieso leckt's? Ich will nicht, dass das Spiel leckt. Fraps! Gut, jetzt hat sie es wieder erholt. Natürlich ist Fraps wieder schuld. Was denn sonst? Oh, Mann. Hier geht's weiter. So, das sind schon ein bisschen stärkere Gegner. Und ja, ich muss beenden. Ich esse nämlich jetzt Abend. Okay, dann werde ich das Video gleich mal hochladen. Und nehme später dann wieder auf. Bis dann.